Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Werder Bremen. Ich begrüße die beiden Trainer Ole Werner und Timo Schulz und bitte die Gäste um ihr erstes Wort zum Spiel, bitte. Ja, vielen Dank. Guten Abend von mir. Ich glaube, sehr enges Spiel, wie das Ergebnis ja auch richtig wiedergibt, mit ziemlich ausgeglichenen Spielanteilen, auch ziemlich ausgeglichenen Chancen, würde ich sagen. Für uns war wichtig, dass wir wieder eine Basis legen im Defensivverhalten, dass wir in einem Auswärtsspiel auf einem seifigen Untergrund, der es, glaube ich, für beide Mannschaften schwer gemacht hat, so die letzte Präzision auf den Platz zu bringen, dass du da möglichst sauber bleibst hinten. Das haben wir heute mit viel Leidenschaft, mit viel Disziplin auf allen Positionen gut hinbekommen, was uns ein Stück weit gefehlt hat. Aber es lag auch an einer guten Organisation der Kölner plus eben schwierigen Boden, dass uns ja lange auch Präzision ein Stück weit abgegangen ist. Beim Tor allerdings haben wir dann tatsächlich alles perfekt ausgespielt, so wie wir es vorhatten, wie die Jungs das auch in der Halbzeit nochmal untereinander angesprochen haben. Und deshalb bin ich sehr zufrieden mit dem Auftritt, weil es einfach diszipliniert war, gut organisiert war, mit viel, viel Leidenschaft. Das brauchst du. Und insofern freuen wir uns sehr über die 3 Punkte. Vielen Dank. Vielen Dank, Ole Werner. Timo, wie hast du das Spiel heute gesehen? Ja, erstmal Glückwunsch nach Bremen. Wir sind Danke. Enttäuscht, haben uns heute viel, viel mehr vorgenommen. Gerade die erste Halbzeit hat mir so ein bisschen die Mut, die Überzeugung gefehlt, um ja gerade im Spiel mit dem Ball noch mehr Situationen zu kreieren. Das haben wir auch in der Halbzeit angesprochen. In der zweiten Halbzeit, denke ich mal, haben wir schon besser aus der Struktur gespielt, aber so die hundertprozentigen Chancen oder mal eine Druckphase konnten wir nicht kreieren. Dementsprechend, ja, wenn du dann ein Gegentor kassierst, hast du dann am Ende auch nicht das Glück, dass vielleicht mal der Abgefälschte reingeht, der Schuss, der da Richtung Linie kullert, auch mal über die Linie kullert. Das müssen wir uns momentan sehr, sehr hart erarbeiten. Defensiv, denke ich, war das heute eine anständige Leistung. Offensiv müssen wir eine Schippe drauflegen, das wissen wir und da arbeiten wir dran. Aber für heute wird es nicht mehr reichen. Dankeschön, Timo. Marc Merten für den Geistblock legt los. Guten Abend, Herr Schulz. Die Spieler haben die Szene mit Luca Kilian angemerkt, die Elfmeterszene, bei denen der FC sich einen Elfmeter versprochen hatte. Wie haben Sie sie erlebt? Ja, ich kümmere mich lieber darum, dass wir besser Fußball spielen und kümmere mich nicht darum, die Schiedsrichterentscheidung zu bewerten. Also, wenn er gepfiffen hätte, hätte sich keiner beschweren können, hat er nicht gemacht. Dementsprechend müsste er da jetzt mit leben. Gibt es weitere Fragen an die beiden Trainer? Lars Werner für den Kölner Stadtanzeiger. Timo, du sprachst ja gerade selbst davon, es hat so ein bisschen Mut und Überzeugung gefehlt heute. Eigentlich wart ihr ja jetzt 3 Spiele ungeschlagen. Es lief ja zumindest jetzt eigentlich ganz gut, das letzte Heimspiel 2-0 überzeugend gegen Frankfurt geworden. Warum war das deiner Meinung nach heute so, dass das gefehlt hat? Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir starten sehr ungünstig ins Spiel rein, direkt mit zwei guten Abschlusssituationen für Werder Bremen. Trotzdem, wir hatten die Räume, wir haben eigentlich genau in dem Setting aufbauen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Und trotzdem sind wir, wenn wir da mal vor der letzten Kette von Bremen waren, einfach zu leicht vom Ball getrennt worden, haben es nicht geschafft, uns auch dann in den persönlichen Duellen durchzusetzen. Und ja, dementsprechend hatten wir es dann schwer, uns überhaupt Chancen rauszuspielen. Und da glaube ich, dass wir das einfach besser lösen können, auch im individuellen Bereich. Und da ist jeder Spieler selber gefragt, da sind wir als Mannschaft, als Trainerteam gefragt, noch klarer die Lösung rauszuarbeiten, weil wir müssen einfach schneller und häufiger ins letzte Drittel kommen und dort die Box konsequenter besetzen, weil hier steht es 10 Torschüsse, ich habe irgendwo 13 Torschüsse gesehen, aber richtig gefährlich waren vielleicht 2 oder 3 und da müssen wir auf jeden Fall mehr kriegen. Tobias Karsbecken für die Kölnische Rundschau. Herr Schulz, Sie haben gesagt, dass sie 0 stehen muss. Waren die Gegentore in Hoffenheim und heute gegen Bremen aus Ihrer Sicht, sind die zu leicht gefallen? Naja gut, man kann nicht über 90 Minuten alles wegverteidigen. Ich denke mal in Hoffenheim und jetzt zu Hause, die Chancen der Gegner haben sich auch wirklich in Grenzen gehalten. Was die defensive Arbeit und die defensive Struktur und Herangehensweise und auch die Leidenschaft, die die Jungs da auf den Platz bringen, angeht, da bin ich zu 100% zufrieden. Ich glaube, da haben wir auch wirklich gute Schritte gemacht. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir die Balleroberung, die wir haben, schneller und besser ausspielen, um klarere Chancen zu bekommen. Dass heute mal ein Ball reinfällt bei der Qualität, die Bremen vorne hat, das ist ärgerlich für uns gewesen. Aber der Hauptansatz ist richtig, zu 0 zu spielen. Trotzdem müssen wir natürlich auch nach vorne uns mehr rausspielen. Weil so wird es nicht reichen. Marlon Ihlbacher für Sky Sport News.
Wir haben gerade über die Torschussstatistik gesprochen. Justin Diehl kam rein, hatte 3 Torschüsse, wenn ich richtig mitgezählt habe. So steht es auch auf dem Papier. Warum braucht es dann einen jungen, unbekümmerten Spieler, dem das dann gelingt? Aber warum gelingt es dann den gestandeneren, älteren Spielern vorher nicht, mehr Torschüsse abzugeben, die vielleicht auch Qualität haben? Ja, wir sind als Mannschaft gefordert, jeden Spieler in diese Abschlusssituation zu bringen. Und trotzdem, Justin ist ein gutes Beispiel dafür, dann einfach auch mal das Herz in beide Hände zu nehmen, ins Offensive 1-gegen-1 zu gehen und draufzuhalten. Und der eine Schuss war, glaube ich, abgefälscht, geht kurz über die Latte, hätte er sich fast dafür belohnt, dass er eben genau diese Attribute auf den Platz bringt. Und das macht ihn auch aus, das ist seine große Stärke. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich ihn habe, dass er jetzt nach der Verletzung oder nach seiner Krankheit wieder voll im Trainingsbetrieb ist. Und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ist für uns auch eine ernsthafte Alternative, auch mal, dass er von Anfang an auflaufen kann. Holger Schmidt für die dpa. Sie haben im Hinspiel beim unentschiedenen Spielstand in der 66. Minute Justin Ginma gebracht. Er hat direkt drauf das Siegtor gemacht. Er hat direkt dran gedacht. Hatten Sie das auch im Sinn, als Sie ihn heute gebracht haben? Nee, tatsächlich nicht. Aber stimmt, fällt mir jetzt auch auf. Und ja, wichtig ist, glaube ich, generell, dass, ich habe es ja gesagt, so wir ja die ganze Zeit eigentlich im Spiel waren, konzentriert waren, diszipliniert waren. Und das ist auch wichtig, dass die Jungs, die von der Bank kommen, sofort da sind und die gleiche Disziplin haben. Weil ist natürlich so, du willst immer von Beginn an spielen. Justin hat in den letzten Wochen auch von Beginn an viele Sachen für uns gut gemacht. Dann ist das keine angenehme Entscheidung. Dann ist immer die Frage für alle, die dann oder gegen die dann vielleicht gefühlt eine Entscheidung getroffen wird. Wie gehe ich damit um? Wie professionell bin ich? Wie sehr nutze ich dann die Zeit, die ich auf dem Platz habe? Und dann sammelt man wieder Argumente. Und deshalb ist es einfach immer sehr wichtig, dass wir nicht nur mit den ersten 11 gut spielen, sondern mit allen, die draufkommen und auch insgesamt eine gute Energie am Spieltag haben. Gerne noch einmal Tobias Karsbecken. Die Aufgaben in den kommenden Wochen werden auf dem Papier nicht einfacher. Wie schwer wiegt die heutige Niederlage in diesem Zusammenhang und was macht Ihnen Mut, dass vielleicht doch die eine oder andere Überraschung in den kommenden Wochen gelingt? Ja, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ich bin der Überzeugung, dass wir jedes Spiel gewinnen können, egal gegen welchen Gegner. Und klar, auf dem Papier her spielen wir gegen 2 Mannschaften, die bisher eine sehr, sehr gute Saison spielen. Trotzdem haben wir jetzt eine lange Woche Zeit, um uns darauf vorzubereiten und werden sicherlich uns auch einen Plan zurechtlegen, dass wir in den beiden Spielen konkurrenzfähig sind. Und ich bin der festen Überzeugung, dass so ärgerlich wie das heute ist, dass wir die 3 Punkte nicht hier behalten können, dass wir vielleicht eine Überraschung an den Tag legen können. Und vielleicht tut es der Mannschaft auch ganz gut, eben, dass sie als Underdog in diese Spiele geht und nicht so wie heute, wo gefühlt alle erwarten, dass die 3 Punkte unbedingt hier bleiben müssen, gegen Gegner, der jetzt nach dem Winter wirklich eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat. Und dementsprechend, wir schütteln uns jetzt erst einmal, wir ärgern uns auch und wir müssen unsere Lehren daraus ziehen. Und dann werden wir auch die nächsten beiden Spiele so angehen, dass wir auf Sieg spielen. Es sieht so aus, als wären alle Fragen beantwortet. Dann sage ich vielen Dank, einen schönen Abend und unseren Gästen eine gute Heimreise.